Ja, Hallöchen und Servus, ihr Lieben. Willkommen zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich sprich das so gerne aus, Leute. Kingdom Come Deliverance. Ich bin hier gerade irgendwo beim Gerber. Denn da ist es herber. Ja. Sagt's mal, Leute, gibt's da vielleicht irgendwo einen Händler? Was ist denn los mit dir? Sei leise. Du bist ein Vogel. Weiß ich gar nicht. Kenne ich nicht. Leute. Gehen wir mal darüber. Was haben wir da eigentlich? Schaue ich mich da mal ein bisschen um. In Ratai. Ratai heißt das, ne? Diese Ortschaft in Ratai. Sollte ich vielleicht was essen, damit mehr Ausdauer hier ist? Schloss knacken leicht. Wer bist du? Ich brauche einen Händler. Also gewisse Sachen nerven mich bei dem Spiel momentan so richtig gehend. Erstens mal bin ich wahrscheinlich hier in einem verbotenen Bereich. Aus dem Topf essen. Ja, ich esse mal aus dem Topf, Leute. Mein Hunger ist gestillt. Ich weiß nicht, wo da irgendein Händler ist. Also, ich habe gerade vorher gesagt, Badinhaberin. Entschuldigung, ich bin da wohl falsch. manche Sachen nerven mich richtig. Zum Beispiel das mit Schlösserknacken. Also, das macht mir am meisten Bauchschmerzen, Leute. Ist einfach so. Ich habe mich gerade gewaschen. Ja, ja. Katzenwäsche, ne? Und das nächste ist, es gibt eigentlich da überhaupt keine Händler. Ich brauche Geld. Ich kann mich immer wieder waschen, Leute. Oh, so, ich schaue mal auf die Karte nach. Ratai. Da haben wir jemanden Questgeber. Unteres Tor von Ratai. Gehe ich einmal darüber. Marker. Willst du den Ort schnell reisen? Ja, da kann ich ja schnell reisen dahin. Jetzt bin ich schnell gereist. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Ja klar, wenn ich schnell reise, Hunger und so weiter gesteigt, oder? Nach oben, wenn mich nicht alles totstelle. So, es lädt und wir sehen uns morgen wieder. Nö, also bei dem Spiel ladet es eigentlich nicht so wirklich lang. Schnellreise. Auf der Karte M siehst du alle Orte, an die du mittels Schnellreise gelangen kannst. Wähle einfach aus, wohin du reisen willst und bestätige deine Auswahl. Ja, ja, das ist mir schon klar. Was? Schimmling? Keine Ahnung. Ich will einen Händler haben. Hallo, Lolo, hallo, Lolo. Da muss ja irgendwo Lager. Entschuldigung. Na? Lager. Da ist ein Lager. Da! Auf ein Wort. Hi, Landstreicher. Kunesch. Bändlerin Jana. Kurz rüber. Pickel. Hey, du hast Pickel im Gesicht. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Garlitz entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen. Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Wir hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Rat sich den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsvetter nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die hat ihr richtig an der Nase herumgeführt. Ja. Ich brauche trotzdem einen Händler, Leute. Ja. Alex? Servus. Gott sei mit dir. Immer die mit dem Gott sei mit dir. Wie behagt dir das Leben in Ratai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich. Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden, wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Hm,
Mir ist aufgefallen, dass einige Skarlitzer aussehen, als wären sie im Krieg gewesen. Was ist passiert? Es gibt da so einen Kerl, der Wetten abschließt. Wenn du ihn schlagen kannst, bekommst du Silber. Wenn du verlierst, musst du für ihn arbeiten. Aha, ich sehe mir das mal an. Möge Gott über dich wachen. Also, jetzt bin ich dran. Ich stehe Schlange bei der Leiter. Warum Leiter? Leiter! Ich will irgendwie schauen, dass ich handle oder so. Was bist du für einer? Dorfbewohner? Dorfbewohner? Sind wir bei Minecraft oder was? Der alte Ruch. Wer bist du? Gott sei mit dir. Mit deinem Geiste. Amen. Oh. Die Flüchtlinge, nö, das sind immer die gleichen Gesprächsthemen wie überall bei irgendwelchen Bürgern oder so. Gehilfe, Landstreicher, Stefan. Was ist denn da für einer? Was ist neu? Bist du besoffen? Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Scheiße, geh weg. Bist du irgendwie ein bisschen blau oder... Der Kunisch hat ja Arbeit für mich. Warum wächst du nicht? Hau ab! Ja, warte mal kurz, kann ich da rein? Nö. Also der hat da irgendeine Arbeit für mich. Questgeber. Also der Kunde schläft gerade. Es ist Tag. Geschlafen wird in der Nacht, Leute. Oh. Waffenschmied, schaut mal. Öffnen. Hallo, 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 hallo. Ist da jetzt jemand zu Hause? Ladenwache. Servus. Schwertschmied. Beste Grüße. Ja, ja. Nö, zurück, das brauche ich nicht. So, lass uns handeln. Alles gut. Altes Schwert. Eine Axt kann... Achso, verkaufen. Nein, nö, nö. Ich hab doch nichts. Ich hab gar nichts? Wie viel habe ich? Ich habe 6,20 Münzen. Altes Schwert. Da ist Wert 55, Zustand 100. Gewicht, Preis. Pff, Leute, der ist zu teuer. Ich kann mir nichts leisten bei ihm. Nö, nö, vergiss es. Tschüss. Ich habe ja nichts bei mir. Ich kann gar nichts verkaufen. Ich habe auch kein Geld für die. Warte mal, hast du Dietriche? Nö, du hast keine Dietriche. Aber hier hätte ich ja gesehen. Schmied. So. Ah, wartet mal kurz. Das sind Läden. Ich gebe mal die Markierung weg. Die stört mich momentan. Pirkstein. Questgeber. Also. Ja. Du hast entdeckt Schneider. Da ist ein Wächter. Ein Schneider habe ich entdeckt. Schneider, das tapfere Schneiderlein. Schreiber. Schlossknacken, schwer oder sehr schwer war das sogar. Kann ich da irgendwas stehlen? Ich habe ja gar nichts. Keine Waffen, kein gar nichts, Leute. Mich stört das ein bisschen. Apotheke. Da ist die Apotheke, kann das sein? Ja. Oh mein Gott, nein. Schlösser knacken, sehr schwer. Ja, sehr schwer. Also, da sind wir mal in der Stadt direkt drin, in Rathai, ne? Pranger, Löckchen. Was bist denn du für einer? Guten Tag. Servus. Leute. Eine Wache, schätze ich mal. Ja, Wächter. Da ist ein Würstel oben. Servus!
Guten Morgen. Servus, guten Morgen. Wegen Rattai? Nö. Lass uns handeln einmal. Oh mein Gott, ich habe ja nichts. Ich habe ja nicht einmal... Ich brauche... Die hat nur was zum Essen, na logisch. Händlerin, Ding. Die Futter verkauft. Schweinefleisch, Speck, Salami, Rindfleisch, Rinder, Hüfte, Räucherwurst, Pferdefleisch. Nö. Hast du auch nichts für mich? Leute. Hallo? Metzger? Gott sei mit dir. Gut mit deinem Geiste, Amen. Ich sag das immer dazu, Leute. Mach's gut. Du bist ein Metzger und kannst mir nichts verkaufen? Gut, ich brauche Dietriche. Öffnen. Nö, ja, da kann man auch gar nichts stehlen oder looten oder irgend sowas. Keine Ahnung. Nein, sowas. Sei leise. Was haben wir da für einen? Privaten Bereich? Darf ich? Also ehrlich gebe ich einen Furz darauf, was ich hier darf und was nicht. Aber das Problem ist, du kriegst ja Ärger, wenn du dich nicht dran hältst, ne? Das ist genauso wie bei Gothic. Bürger. Ja, Leute, irgendwie... Muss ich da jetzt einmal herumstiefeln? Was ist das da? Krämer. Ich brauche Dietriche und nicht für einen unglaublichen Preis wie damals in Thalenberg. Leute, 14,50 Münzen für einen Dietrich, der Pücher da dort in Thalenberg. Also Händler. Wo? Da, schau doch mal. Händler! Darf ich da rein? Ja, hast du Konrad Hagen. Hey, so heißt er in Gothic 2. Servus. Hagen. Lass uns handeln. So. Braune Steppjacke. Die Spuren eines... Die Speisen des Herkules. Hä? Distel. Hast du nicht... Schneiderset, kleines Schusterset, Knoblauch, Kohl, Langstreckenpfeil, Retterschnaps. Kostet mich 104. Wie komme ich an Münzen? Der hat's auch. Wer hat Dietriche, Leute? Ich glaub es nicht. Ah, das ist quasi okay. Das ist ja eh geordnet, alphabetisch geordnet, sehe ich gerade. Ich kann nämlich mal was verkaufen, weil ich nichts habe. Doch. Ach so. Schau mal, ich werde mir da einige Sachen werde ich ihm verkaufen. In den Warenkorb. Brandwein. Brennnessel habe ich 15 Stück. ...1,70. Brezel... 2... ...Brot... Brötchen lasse ich mir... ...diese Brötchen gebe ich weg, weil die sind eher kaputt. Also kaputt. ...diese gebratene Ente... ...die ist kaputt, die ist abgelaufen, wie ich sehe. Wartet mal ganz kurz. Schau da mal, Zustand. Oh mein Gott. Gekochte Karotte. Sind alle kaputt, Leute. Die ganzen gekochten Karotten verkaufe ich ihm. Gekochte rote Beete. Gekochte Zwiebel. Die getrockneten Pilze lasse ich mir momentan noch. Lederwams.
Leinen Google, das habe ich alles an, Leute. Linsenbrei kannst du haben. Alles, was kaputt ist. Leute! Du kannst die rote Bete haben, wenn du magst. Roter Kapuzenschal. Den habe ich gar nicht an, Leute, aber der bringt mir eh nichts. Salbei lasse ich mir noch. Schauflauch Schirmling. Verband Zwiebel. Du kannst alle Zwiebeln haben, wenn du magst. So, Warenkorb prüfen. Handel, Fashion. Schauen wir mal. Besprechen wir den Preis. Ja, ich werde es. Ja, warum nicht? Ja, klar, warum nicht? Warte, ich muss mal einen Kaffee nehmen. Ah, Schluck. Erhalte. Machen wir mal 13. Wie wär's damit? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Okay, was ist dein Gegenangebot? Oh, 12. Weißt was? Passt. Leute! Mit der Summe kann ich leben. Ja. Sehr gut. Somit habe ich wieder ein bisschen Geld, aber keine Dietriche, Leute. Ein bisschen Handel muss auch sein. Da drinnen... Was ist da drinnen? Ich schaue mich hier mal komplett um. Das ist mir so wurscht. Was ist das denn? Händler? Gelobt sei Jesus Christus. Und mit deinem Geiste. Amen. Ah, dieser Spruch. So, hast du Dietriche? Nö, du hast überhaupt keine Dietriche. Brandwein. Entschuldigung, na? Mein Rülps. Wassermelone, Steinpilz, nö. Danke, tschüss. So, da ist ein Rufzeichen. Milan, servus, du hast was für mich. Milan! Beste Grüße. Ich rede mal was mit... Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Okay, Wie ist das Leben in Rathai? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben es schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Ja, also das Gespräch hatten wir schon mit einer anderen. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen pfählen und Weiber schänden. Ja, ja. Nichts ist denen heilig. Ja! Dreckiges Heidenpack. Ja, also... Seht ihr, es bringt sich sowieso nichts, wenn man mit jedem über das Gleiche spricht. Schau doch mal, Leute. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Ja, genau. Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenn dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Nö, ich habe gar nichts. Na, oh mein Gott. Na los, verpass mir eine. Quest begonnen. Wie lauten die Regeln? Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Okay. Ich lasse es noch. Möge Gott über dich wachen. Ja, ich hoffe, der wacht über mich. Jo, wie schaut's aus? Die Folge ist gleich vorbei und die Session werde ich auch beenden. Ja, ich habe zwar noch Bock, das weiter zum Spielen, wirklich. Aber ich möchte auf jeden Fall noch die Gunst der Stunde nutzen und weiteres Let's Playen. Wartet mal kurz. Es ist 11.34 Uhr. Gerade vormittags. Oder zum Mittag, kann man schon sagen. Und ich möchte noch ein anderes Spiel Let's Playen auf jeden Fall. Schau doch mal, da ist ein A. Also das sind die Grünen, das sind die Bäcker. Der Bäcker hat gerufen, Leute. Backe, backe Kuchen. Schau doch mal, da ist ein Bäcker. Aber ich will jetzt nicht zum Bäcker gehen. Leben sind gut, gefüllt. Mahlzeit brauche ich auch keine essen jetzt.
Speichern kann ich momentan nicht. Ich brauche nur einen Branntwein, Leute. Und wenn ich jetzt gleich, wenn die Folge aus ist, keinen Branntwein schaffe ich. Retterschnaps. Und wenn der Retterschnaps nicht vorhanden ist, dann werde ich jetzt den suchen offline. Also offline, ja, kann man sagen. Hast du Retterschnaps? Wie schaut es eigentlich aus? Du hast ja gar keinen Retterschnaps, oder? Nö. Radieschen nur. Ach, Leute, ich brauche Retterschnaps. Du bist die Ladenwache. Okay, da hat ja jeder eine Ladenwache. Ich will Retterschnaps! Konrad Hagen, hast du Retterschnaps gehabt? Ich habe da überhaupt nichts. Ich habe da. Weiß nicht, ich brauche eine Brennnessel, Brezel. Gegenmittel, Zwiebel, Hasenhonig. Der hat da einiges, aber irgendwie. Keinen Retterschnaps. Oh ja, schau noch mal. In den Warenkorb. Alle zwei Retterschnaps. Pass! Okay, tschüss. Der ist teuer. Bist du wahnsinnig, ist der teuer. ein einziger. Ich kann nicht einmal Sachen verkaufen, weil ich keine habe. Leute, also das ist das, was ich ebenfalls verurteile. Also leider Gottes, also mir gefällt das Spiel eigentlich schon. Nur ich muss ehrlich zugeben, das Schlösserknacken fast unmöglich. Das haben sie so dermaßen miserabel und schlecht gemacht. Und deshalb wundert es mich eigentlich nicht, dass das Spiel eigentlich nur eine durchschnittliche Bewertung hat. Und zudem, dass du speichern, dass du Retterschnaps brauchst, um speichern zu können. Ja, das ist also gewisse Sachen, die stören mich richtig. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die Folge ist vorbei. Die Session ist vorbei, ihr Lieben. Also macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Bitte. Game over und ciao.